zwei Stiefmütterchen auf einer Wiese. Das eine hieß Anne, das andere hieß Liese. Die haben einmal ganz heimlich und leise, so ganz auf Stiefmütterchen-Art und Weise, ihre Gedanken ausgetauscht. Und der Klatschmohn hat sie dabei belauscht. Frau Nachbarin, wissen Sie, was mich so verbittert, ist, dass das Zittergras immer so zittert. Das Zittern greift meine Nerven so an. Und hier gibt es doch weit und breit kein Baldrian. Denn Baldrian beruhigt ja sehr. Und die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Da sehen Sie nur die Margarete, wenn die sich nicht immer so aufspielen täte. Auch heute geht sie wieder ganz in weiß. Dabei ist es doch gar nicht so heiß. Die hat nur ein Kleid. Das ist immer dasselbe. Sie trägt stets weiß oder in der Mitte das Gelbe. Und das Veilchen, das junge Ding, hat schon einen Freund, den Schmetterling. Als ich war in diesem Alter, da interessierte ich mich weder für Käfer noch Falter. Da habe ich mich noch ganz als Blümlein gefühlt und mit Blütenmurmeln gespielt. Gestern habe ich eine Kornblume gesehen. Die war so blau, das war gar nicht mehr schön. Ich sprach mit dem Fräulein Vergissmeinnicht, das sagte, so etwas gehört sich doch nicht. Und er sprach der Herr von Rittersporn, wenn man so blau ist, das kommt sicher vom Korn. Da ging eine Kuh über die Wiese. Erst fraß sie die Anne und dann die Liese. Und was die beiden getratscht und geraunt, das hat der Klatschmohn dann ausposaunt. Oh, sehr schön.